Und damit willkommen zurück zu meiner mittlerweile 50. Folge Dark Souls, glaube ich. Ich glaube, wir haben Part 50 erreicht. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir schauen uns jetzt noch weiter um in der gemalten Welt. Das ist ein riesiger Rabe. Ist schon ganz schön groß, also riesig jetzt nicht, aber schon ganz schön groß. Ja, verlieren wir aber nicht so viel Zeit. Wir fangen hier wieder schön an mit Framelags. Das ist natürlich wieder eine neue Session, das heißt, ihr kennt das ja, ich muss erst wieder warm werden hier. Wahrscheinlich verkacken wir erstmal. Sprungangriff, natürlich klappt das nicht. Warum sollte das auch klappen? Wäre ja blöd. So, okay. Gut, da haben wir uns hier schon mal ein wenig warm gemacht. Die Tür kriegen wir auch noch nicht auf. Warum denn eigentlich nicht? Hätten wir den nicht schon mal aufmachen können? Bin ich da irgendwie schon mal vorbeigelaufen in den letzten Parts? Ich weiß es nicht. Und wir haben ja nur 5 Flakons. Aber eigentlich passiert jetzt noch was. Wir haben ja im letzten Part diesen untoten Drachen bezwungen. Ah, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich habe hier gar kein Schild an. Nein. Ah, seht ihr, da geht's doch schon wieder los hier. Hier müssen wir drücken. Ach, scheiße. Ach komm, gehen wir gerade nochmal runter. Scheiß drauf, ich mach das jetzt mal mit 4 Flakons. So, und zack. Was hat mich da jetzt getroffen? Man weiß es nicht. Ah. Warum habe ich jetzt den hinteren getroffen und nicht den vorderen hier? Ja, ihr seht, ich bin ein bisschen unruhig unterwegs. Ich weiß gar nicht warum. Guck mal, waren wir hier schon mal? Hier waren wir schon mal, oder? Ich weiß es gar nicht. Waren wir hier schon mal? Ich guck noch mal schnell, weil ich mir nicht mehr sicher bin. Hier geht's ganz weit hoch. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Lass mich vorbei! Du Unhold! Ich glaube, hier waren wir schon mal. Da haben wir, glaube ich, irgendeine Seele wieder gefunden, ne? So eine Kriegerseele. Wow, wow! Alter Schwede, hab ich mich jetzt erschrocken. Wow. Ich hab mich jetzt wirklich erschrocken hier. Ja, da sind wir tot. Ach Gott. Ja, da geht's los hier. Erste Part, ne? Ach, scheiße. Egal. 2 Minuten, das ist alles noch okay. Das passt schon. Jetzt machen wir alles besser, ne? Dummi-dummi-dummi-dumm, hier, komm. Puh, zack, siehst du? Puh, siehst du? Siehst du? Klappt doch schon viel besser hier. Müssen wir hier nochmal hoch. So. Das machen wir auch wieder ein bisschen beschleunigt hier. Nein, nein, nein. Ah, Wetter. So wird das doch was hier, ne? Lol, wieso hab ich den jetzt nicht getroffen? Blöd. Ja, übrigens ist ja eine Entscheidung gefallen, ob wir die Sonnengöttin, Königin Gwyn töten wollen. Und ja, da gab es ein paar Stimmen dazu. Die haben eigentlich alle gesagt, ja, komm, töte sie, hau sie um. Zumal mir ja auch, ich glaube wer war denn das? War das der Daniel Rein oder war das der Tomatenwascher? Ich glaube, der Daniel was? Oh, vergebt mir, ich. Ach, mein Gedächtnis ist immer so schlecht. Aber einer von euch beiden hat mir ja gesagt, das wäre ja nur ein Abbild der Sonnengöttin. Und deswegen habe ich mich dann auch entschlossen, wir töten sie auf jeden Fall, weil, wenn wir sie wirklich töten müssen oder nur dieses Abbild zerstören müssen, dann kann ich damit gut leben. Aua, Alter, der pickt mir in den Kopf. Ach, hör doch auf, Scheiße. Ach, na jetzt wird's aber langsam ein bisschen nervig, ne? Also jetzt müssen wir hier. Kann ich ja schon fast wieder zum nächsten Level grinden hier. Blöder Drache, das ist doch Drache, das ist so ein Rabe. Trotzdem blöd. Ja, auf jeden Fall werden wir sie töten und wir gucken uns dann Anor Londor bei Dunkelheit an. Außerdem werden wir dann nochmal zum Schmied in Anor Londor gehen. Das machen wir, glaube ich, bevor wir die Stadt in Dunkelheit tauchen. Da kann ich dann wohl meine Drachenpfeile kaufen. Och, jetzt ja, die Stadt blöd ist. Scheiße, fast hier irgendwo. Verzeiht meine dumme Ausdrucksweise, das wollte ich gar nicht so sagen. Es ist noch früh am Vormittag. Und, lol. Ach Mann,
Ach, jetzt leckt mich doch alle mal am Arsch hier. Was geht denn ab mit euch? Ich glaube, es geht los hier. Meine Flakons sind voll schwach, wenn wir jetzt so viel Leben haben mittlerweile. Scheiße, ja. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, da sieht man mal, ne? Also, wenn man hier wirklich zu leichtfertig spielt, kackt man direkt ab. Oh. Ich spiele doch jetzt gar nicht. Ich spiele leichtfertig. Meine Maus zeigt ja schon wieder ein Bild. Den müssen wir mal wegmachen. So. Hä, wieso ist denn der schon wieder da? Was soll denn das? Weg mit dir. So. So. Doch mal am Popos, jetzt ja. Dafür müsst ihr jetzt sterben, das ist ganz klar. Oh, nein, da. Oh, oh, oh. Nein! Nee, es liegt. Oh, ich liege mein Zeug jetzt nicht irgendwo da unten. Ach man, jetzt. Ah, 7 Minuten, also jetzt muss ich mich hier wirklich wieder ein bisschen konzentrieren. Ach, immer dieses Warmspielen, ey, das ist ja unglaublich. Ja, ich bin ein alter Mann. Meine Knochen sind alt und die müssen erst aufgewärmt werden, bevor ich hier wieder zu Höchstleistungen fähig bin. Ja, das war wieder Quatsch, da mitten in seinem Angriff anzugreifen. Mitten in seinem Angriff anzugreifen! Voll Blödsinn! Ach, guck mal hier. Ach, guck mal hier. Da müssen wir gleich mal hin und das runterhauen, ne? Lol, hab ich gar nicht gesehen. So, schieß, schieß! Und stirb! Ach, wieso kommen denn die jetzt immer gleich sofort? Vorhin hat es doch geklappt, dass ich da... Ja, wahrscheinlich stand ich zu weit oben an der Treppe. Das wird sein. Jetzt komm, lass mich doch mal umgehen. Wie komme ich da jetzt rüber? Siehst du, da waren wir denn schon gar nicht. Hm. Ach, jetzt kommen diese Feuerdinger auch noch. Ach, Mensch, Kinder, ja. So. So. Tja, wie komme ich denn da? Da kommen wir irgendwie raus. Ja, müssen wir mal zusehen. Erstmal muss ich wieder hier hoch. Wir wollen ja unsere Seelen mitnehmen. So, hoffentlich wird das jetzt hier auf der Treppe. Ja, top. Müssen wir nicht mehr rein zu den blöden Krähenviechern. So, denn jetzt. Jetzt nach 9 Minuten geht's dann endlich wirklich los mit dem Part. So. Müssen wir runter und dann da hoch. Wir werden da nämlich mal diese Nebeltür durchschreiten heute. Oh. Oh, muss das denn sein? Warum habe ich hier wieder so eklige freien Lexion? Hört auf damit! Ich hoffe, das wird in Dark Souls 2 besser. Also das ist so ein bisschen so ein Manko an der PC-Version, ne? Diese. Diese Frame-Lags, also das nervt ein bisschen. Hör auf! Nein! Nein, ich treffe hier! Hör auf damit! Bam. Hier nicht vergiftet werden. Komm mir nicht zu nah. Nein! Oh mein Gott, er ist so nah. Er ist so nah. Nein! Ah. War das hier noch mit drin? So. Ah. Mensch, hier. Läuft schon wieder alles nicht so, wie es eigentlich laufen soll. Bam. Bam. So, weg. Ich habe 20.000 Seelen gemacht, ohne irgendwas erreicht zu haben. So, hier wollten wir hin. Da haben wir das letzte Mal den Drachen gekillt. Über die Brücke werden wir nochmal gehen. Das letzte Mal waren wir auch ganz oben. Das heißt, da müssen wir nicht mehr hin. Ach, scheiße, hier geht's ja gar nicht. Vielleicht die Treppe nach unten nehmen auf der anderen Seite.
Da, wo wir uns immer so feige versteckt haben vor dem Drachen. Hier, ne? Hier? War das hier? Hier war das, genau. Ah, dich habe ich diesmal gesehen. So. Wir haben uns hier schon mal ausgiebig umgeschaut, aber... Ah, hier ist eine Tür. Scheiße. Warum? Das ist doch bestimmt wieder so eine Abkürzungstür, oder? Na, wie dem auch sei. Hier liegt auf jeden Fall nichts mehr rum. Dann gehen wir mal da durch und damit kommen wir jetzt bestimmt da runter in den Innenhof. Ja, entschuldigt, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Immer noch so ein bisschen Reizhusten. Keine Ahnung, warum ich den nicht wegbekomme. Hier ist schon die dritte Woche. Das nervt mich voll. Blöder Frühling. So. Wow, was ist das denn? Alter Schwede. Alter Schwede, was ist das denn? Boah, Alter. Das sind ja... Wie? Das sind irgendwie... Och nee, oder? Irgendwelche Schleimbrocken mit einem Schild und bäh. Ach nee. Ach nee. Ja, also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch. Nein! Oh. Ach, siehst du, der ist gar nicht gekommen. So. Ach, es tut mir so leid, ey. Das ist doch schon wieder ein Fail-Part hier. Kacke. Jetzt ärgere ich mich schon wieder. Ich hab so Spaß gehabt, hier Dark Souls zu spielen und jetzt kommt hier so eine... Naja, ja, ja. Ja, ja. Ich versuche das jetzt ein bisschen zu schleunigen. Nicht so gut geklappt hier ja, mit dem Ausweichen von Gift. Ihr blöden Untote, verpisst euch jetzt mal. Ich muss mich jetzt beeilen. Mein Bogenschützen, der bleibt da eh stehen und trifft mich nicht, oder? Warum visiert ihr denn den da oben an? Was soll denn der quatschen? Warum ist jetzt einer hinter mir? Mensch! Nein! Oh, wie hier wieder alles außer Kontrolle gerät. Lass mich durch. Ach, fuck you, Mann. Ach, scheiße. Das ist ein blödes Spiel. Kann man nicht mal einfach so locker daher spielen? Nee, man muss sich mal anstrengen. Was gibst du mir? Zerbrochenes Schwert, toll. Den nehme ich auch noch Schrott an. Verdammt nochmal. Oh, 20.000 Seelen, wieder für den Arsch. Hier mal die Frame-Einbrüche. Nicht schön. Ist da was? Das fahren wir jetzt. One-Hit. Die haben wir jetzt einfach so. Komm! Wo steht er? Da. Gut, dann killen wir jetzt auch den Bogenschützen, damit wir hier mehr Ruhe haben. So. Ja, was könnte man noch erzählen? Kann man nichts erzählen, ne? Ist gerade voll öde hier, wie der Längster hier wieder rumfällt und ein Tod nach dem anderen stirbt an normalen Trash-Mobs. Den lassen wir wieder viel zu nah an uns ran. Ah, verdammt.
Verpiss dich. Verpiss dich! Nein, ich krank werden. So. Ah, der trägt ja wieder ganz dick auf. Ganz dick auf! So, hier liegen noch Seelen, ne? Nehmen wir mit. Und wenigstens wieder 10.000. Warum lebt er denn? Ich dachte, der wäre tot, aber gut. Dumm, die dumm, die dumm. Scheiße, ey. Das fuckt mich voll ab jetzt hier. Das tut mir voll leid für euch. Das ist ja so ein bisschen waste time. Ich weiß nicht, ob ihr da Spaß dran habt, wenn ihr mich hier so rumfällen seht, aber wahrscheinlich nicht, weil ich es ja selbst zu verantworten habe, weil ich ja so Larifani so ein bisschen leichtfüßig hier unterwegs bin. Würde man sich einfach ein bisschen mehr anstrengen, würde das wahrscheinlich gar nicht passieren. Habt bitte ein Nachsehen. Vielleicht spielen wir auch 45 Minuten und ich mache so meine ersten Tode irgendwie im Zeitraffer oder so, dass das ein bisschen schneller. Ja, ja, das trifft mich da durch, oder was? Oh, 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 oh. Ja, okay. So, jetzt trinken wir noch einen. Ja, ja. So, wie machen wir die jetzt hier? Ja, wenn ich die ohne Schild bekämpfe, dann kriege ich die zumindest mit einem One-Hit schon mal down. Ah, aber die decken sich selbst mit einem Schild. Wow, wow. Oh, sind die eklig. Sind das so, oh, sind das so Schleimklumpen wie aus der Kanalisation, die jetzt... die jetzt irgendwie was, weiß ich nicht, haben die Untote verschluckt. Oh, vielleicht bleiben wir einfach hier stehen, ne? Jetzt decken die sich natürlich mit dem Schild. Oh! Oh, wie man hier nichts sieht. Ach. Oh. Och man, ich will hier nicht sterben. Jetzt drehen die sich ja schon wieder alle in meine Richtung. Das darf's doch nicht sein. Oh, scheiße, ey. So. Oh. So, gleich den nächsten. Hier, 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 so. Nein. Oh, mein letzter. Was für Drecksviecher, ey. Sollen die mich doch mal in Ruhe lassen. Und der stirbt noch nicht mal. Oh, Nein. Wow. Oh Mann, ich schwitze schon wieder. Sie kommen, oh mein Gott, sie kommen zu mir. Zwei noch, okay, aber das sollten wir doch jetzt endlich mal schaffen hier. So. Oh, wie im Arsch, ich bin keine Flakons mehr. Energie total runter.
Was für Scheißviecher, ey. So, dann gucken wir uns jetzt mal schnell hier ein bisschen um. Hier haben wir eine Räumlichkeit mit ein paar Sitzbänken. Da eben haben wir eine Tür. Können wir mal öffnen. Die ist verschlossen. Schade eigentlich. Warum ist die verschlossen? So, vielleicht hier hinten was. Ach man, das nervt mich ein bisschen. Guck mal, da hinten ist eine große Tür. Vielleicht ist das ja die Tür, wo wir da abkürzen können. Bitte, 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 bitte. Das geht auf. Ja, oder? Ja! Wollen wir die Legionäre da nochmal killen? Erstmal gucken wir uns da um, oder? Wenn wir jetzt die Viecher schon tot haben. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hat es sich wenigstens gelohnt. War für mich schon ein recht schwieriger Gegner. Hier geht's hoch. Krieg ich doch bestimmt gleich Haue, wenn ich hier hochgehe. Da hinten liegt was. Klettern. Da warten wir mal lieber noch, bis wir da runterklettern. Yeah. Scheiße. Okay, das ging nochmal gut. Kommen wir noch mehr? Schon eine Seele. Ach, hier sind... Ach, alles klar, hier sind wir jetzt. Ich verstehe. Sehr gut. Dumm-di-dumm-di-dumm. Was wollte ich denn gerade sagen? Ach so, ja, wir haben ja jetzt schon wieder so eine blöde Seele aufgesammelt. Wer hat denn hier Ahnung von dem Spiel? Sollte ich mir diese ganzen Seelen im Inventar, sollte ich mir die noch aufheben oder sollte ich die benutzen zum Leveln? Was meint ihr? Ich bin da total unschlüssig. Wir finden ja wirklich viele hier in dieser gemalten Welt. Und ich glaube, wir horten da bestimmt schon, ich weiß es jetzt gar nicht, aber ich schätze mal so, weiß ich nicht, 40.000, 50.000. Wird das so viel schon sein? Ich weiß es nicht. Oh, eine Menschlichkeit, wie geil. Ja, nicht, dass wir irgendwann mal, also, ist wahrscheinlich noch nicht so, der Daniel sagt ja, ich hätte erst 30% von dem Spiel durch, ich weiß es ja gar nicht. Aber nicht, dass wir irgendwann mal vor dem Endboss stehen und wir haben diese ganzen Seelen noch im Inventar und haben die dann eigentlich nie benutzt, ne? Das wäre ja auch Quatsch. Warum sind denn hier eigentlich alle aufgespießt? Guck mal, hier ist ein Brunnen. Oh, entschuldigt, ich muss schon wieder husten hier. Was Blödes. Wie gesagt, mein Hals ist ein bisschen gereizt, ne? Das ist voll doof. Oh, noch eine Menschlichkeit. Ey, was man hier alles findet. Also es hat sich schon total gelohnt, hier mal runterzugehen oder hochzugehen oder ins Bild zu gehen. Ne? Stopp. Schon wieder so eine Seele. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal, wir haben so viele Seelen. Was soll ich denn damit machen? Ich traue mich nicht, die zu benutzen. Ich feiger Sack. Boah, hier. Ich weiß nicht, wenn die 5.000, ja okay, 50.000 kriegen wir glaube ich noch nicht zusammen. Ich weiß es nicht. Held. Was gibt denn so eine Heldenseele? Wäre cool, wenn das mal dabei stehen würde. Kann mir da jemand eine Auflistung schreiben, welche Seele wie viel Seelenpunkte gibt? Das wäre doch mal klasse. Kriegt das einer hin? Damit wäre mir echt geholfen. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir da irgendwo runterklettern, ne? Na, warte mal, hier war doch irgendwo noch was, wo wir noch nicht waren. Und zwar hier links. Ah, hier sind wieder so Fackelträger. Lol, wieder eine, der gegen den Speer läuft. Ich komm nicht voran. Ich komm da nicht hin. Oh mein Gott, ich hab eine dumme KI. Jetzt kommt er. Ja.
So dumm wie er dann da auch gegen den Speer gelaufen ist, so viel Glück hatte er dann auch gehabt, hier den Helden längst da zu bezwingen. Babam. Und jetzt kommen wir jetzt auch, die müssen wir noch. Guck mal, warum hatten wir jetzt den hinteren anvisiert? Das ist doch blöd. Was sind jetzt diese blöden Viecher wieder hier? Sich, wenn ich jetzt hier auch so lang gehe. So. Nein! So, wir gucken uns natürlich immer schön um. Säureflut. Ich wollte jetzt eigentlich lesen, aber ich glaube, der will schon zu uns da, ne? Ich lebe schön. Oh, da ist noch einer. Was ist denn das hier eigentlich? Warum stehen denn hier so komische Kisten und... Warum sind die alle aufgespießt? Ist das hier ein Überbleibsel einer alten Schlacht? Oder warum sind wir überhaupt in einem Gemälde? Was habe ich denn hier schon wieder nicht gerallt? Ich muss mir mal wirklich Lore durchlesen hier. Ich check schon gar nicht mehr, was passiert. Wir erfüllen hier einfach blind irgendwelche Aufgaben, die uns irgendwelche Typen geben. So, einer. Ich spring auf dich. Geht nicht. Ha! Lol. So, jetzt liegt hier überall was rum. Ist hier noch ein Zombie? Ne, da kann man mal ganz schnell. Was ist denn da hinten hier? Säure, 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 Säure. Von Ingi selbst im großen Sumpf als Ketzer geächtet, erschaffene einzigartige Pyromantie. Versprüht Waffen und Rüstung zerfressende Säure. Nicht jede Pyromantie fand ihren Ursprung im großen Sumpf. Es wird sich erzählt, dass unbekannte Pyromanten unzählige Länder bewohnen. Dieser Fluch ist das Werk eines solchen. Apropos, wo haben wir denn eigentlich diese Steine? Weil wir haben doch hier das letzte Mal, war das der? Ich glaube, der rote Symbol Speckstein, den haben wir doch gefunden, ne? Hinterlässt Invasionssymbol. Hüllen können das Objekt nicht benutzen. Lass dich als Finstergeist in eine andere Welt rufen. Besiege den Rufer und erhalte Menschlichkeit. Einige Geister der Finsternis widersetzen sich den Abstieg in die Finsternis. An sie richtet sich das rote Symbol. Ja. Und schon wieder eine Kriegerseele. Sollten wir die einfach mal nutzen. Dann scheiß drauf, oder? Was soll passieren? Wir können nur stärker werden. Vielleicht sollte ich das nutzen. Das sind irgendwelche Käfige oder was? Warum ist hier so ganz komischer Sound gerade? Wieder eine Kriegerseele, meine Fresse. Und noch eine, lol. Ah, ist schon ein cooler Sound. Ich liebe diese Stimmung in Dark Souls. Dieses erwachsene, finstere, hoffnungslose. Echt geil. Ist viel geilerer Fantasy, wenn das alles so trostlos und tot und zerstört ist, als diese, diese fluffige WoW-Welt, ne? Ist doch viel geiler hier. Meine Güte. Ja, aber das ist wieder ein kleiner Schweif in meine Psyche. Also, warum eigentlich Psyche? Was quatschst du hier längst lang? Bist du dumm längst lang? Bist du ein bisschen dumm? Glaub schon. So. Jetzt haben wir hier schon wieder diese blöden Viecher. Ich glaube, wenn ich die jetzt kille, kriege ich ein Level ab. Äh, äh,
Wie die hier alle herkommen, ne? Ja, guck mal, es bewegen sich gar nicht alle. Oh, ist jetzt schon tot. Nein, komm schon. Jetzt ist er tot. Komm doch, komm doch. Oh, jetzt dreht er sich aber so, dass er direkt mit dem Schild um die Ecke kommt. Das finde ich überhaupt nicht cool. Oh Mann. Die sind halt schon irgendwie ganz schön stark. Warum treffe ich denn da nur einen? Oh, bitte nicht. Tötet mich nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die wenigstens one-hitten könnte. Oh. Die sind aber auch kacke, ey. Hör mal auf. Ach. Fickt euch doch hier mit euren blöden. Ich hab ganz schön viel Kraftausdrücke im Mund, ne? Aber sollen die sich doch mal hier verpissen, ey. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Irgendwelche Späne werfenden Schleimis, Trink! Oh, hinter mir ist auch noch einer. Hier noch, ey. Wie viele das sind, unglaublich. Ach, ja. So, nehme ich doch mal in Ruhe lassen, ey. Was für Mistviecher, ey. So, weg mit euch. Bah. Könnte man natürlich zum Feuer gehen. Ein Schwert, ganz toll. Als ob wir den nicht schon hätten. Soll ich das Level mitnehmen oder sollen wir jetzt. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Ich muss noch irgendwo runter. Wir haben noch hier irgendwo so einen Brunnen gehabt. Ich hab ein bisschen Angst, wir haben wieder nur noch. Ist das eine Scheiße. Komm, wir gehen zum Feuer, wir machen das Level und das nächste Mal renne ich einmal an diesen blöden Viechern hier vorbei. Direkt zum Brunnen. Oder da war doch noch irgendwo was. Vielleicht kann er da schneller hin. Ich glaube hier die Treppe hoch und dann ging es doch auch irgendwo runter, ne? Gehen wir vielleicht erstmal hier hin, das geht wohl schneller. Wo war das? Da war das, genau. So werden wir das machen. Level nehmen wir noch mit. Zap, zap. So, hier vielleicht. So, gucken wir mal. Da, nee, hier. So, aufsteigen. Würde ich ja auch gerne mal ein bisschen zaubern wollen, aber eigentlich auch nicht. Ups, nein. Wie war denn das hier nochmal? Erläuterung, genau. Liegt die Anzahl der Zauberslots, aber wenn, dann müsste ich erstmal in Intelligenz investieren. Attribut zum Wirken von Zaubern stärkt Zauber und magische Waffen. Wunder steigert Abwehr.
Ich habe 14 Wille. Haben wir nicht irgendwie... Können wir uns nicht heilen mit Wille? Vielleicht sollten wir Wunder benutzen? Sind hier Wunder auch mit drin? Ja, Linderung. Reduziert Blutungs- und Gifteffekte. Stille. Explosive Wucht. Oh, mal dieses Überlegen, was leveln wir denn jetzt? Was war hier nochmal? Kondition, legt Ausdauer, Belastung und Resistenzen. Komm, dann nehmen wir jetzt einmal Ausdauer mit. So, machen wir das. So, dann schnell wieder hier hoch. So, und jetzt schnell, ganz schnell hier die Treppe hoch, bevor die Viecher kommen. So. So, hier. Hier wollen wir jetzt mal runter, oder? Gucken wir mal, was es hier Tolles gibt. So, wie war das? A gedrückt halten? Ne, das? Ne, B? B. So, zack. Aua. Lol. Lol, ey. Das geht ja wieder gut los, doch. Ja, Gott sei Dank haben wir jetzt gelevelt. Mann, ob das jetzt wieder eine gute Idee war, da runterzugehen. Ich will da jetzt gucken, oder? Jetzt haben wir so viel Zeit wieder aufgebracht. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen was Neues sehen. Wir hüpfen da mal runter. So, so, zack. So, der kam von rechts. Komm mal her, du blödes Ding. Was ist denn das? Sind das Räder oder was? Ich komme gerade hier stehen zu bleiben. Das ist echt dunkel schon wieder hier. Oh mein Gott. Kommen hier noch mehr jetzt? Ja, das sind Räder. Warum sind denn das Räder? Da steht da noch einer, oder nicht? Sieht aus, ein Rad mit Beinen, irgendwie. Ich habe Angst, dass ich hier noch mehr pulle. Da kommt er, er kommt, er kommt! Boah, boah. Nein, nein, nein! Alter Schwede! Wo ist er, wo ist er? Boah. Oh, was ist denn das für eine Scheiße jetzt schon wieder? Da kriegst du doch die Krätze, ey. Oh mein Gott. Vielleicht sollte ich dann da mal eine dicke Rüstung anziehen. Ihr könnt ja, wir haben ja genügend Stärke und so, ne? Alter Schwede. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. So. Was ist denn hier dabei? Komm, wir nehmen Pavels Rüstung, oder? Wenn wir schon die dicke Rüstung haben, dann nehmen wir sie jetzt auch. Zap, zrap. So. Das dicke Turmschild. Jetzt bin ich zwar nicht so agil, aber vielleicht töten sie mich dann nicht gleich. Kommt er! Alter Schwede. Wo ist der zweite? Da war doch vorhin noch einer.
Er kommt. Oh, und der lenkt auch noch, ne? Das ist voll scheiße, ey. Ich glaube, jetzt machen die schon ein bisschen weniger Damage. Da war doch noch ein zweiter. Da ist er! Wow! Stopp. Ja, das ist irgendwie ein Skelett in einem Rad drin oder so, ne? So sieht es aus. Da steht noch einer. Er kommt. Oh nein, jetzt habe ich ihn verloren. Okay. Jetzt trinken wir ein. Oh, ich muss mal näher in den Monitor ran. Ich sehe hier wirklich gar nichts, Leute. Da hinten steht noch einer. Da steht noch einer. Oh Mann. Oder ich kann die vielleicht mit dem Bogen füllen, ne? Wenn wir das machen. Jetzt. Dann verstecken wir uns unter der Säule. Das ist eigentlich ganz okay. Zap, zurab. Tatsächlich ein Skelett. Ja. Hopp. Boah, was für ein scheiß Ding, ey, oder? Was für. Boah, und dann ist das so dunkel. Haben wir jetzt noch einen? Hallo? Na, wenn das hier nicht... War noch klar. Ich sehe hier nichts, Leute. Es ist so übel dunkel hier. Ich glaube, wir haben jetzt alles eingesammelt, ne? Sind wir hier einmal im Kreis gelaufen, okay. Und dann gehen wir da mal durch den geheimen Durchgang. Dumm. Halten wir uns jetzt mal rechts. Wow, da ist viel drin. Oh, komm schon. Ach, Mann. Das ist ja eine Kacke, ey. Aber die Rüstung hält gut was ab. Das finde ich klasse. So, dafür kriegen wir jetzt auch was. Komm, wir trinken hier einen. Hallo, ist da auch so ein Ding drin? Wir sehen es halt nicht. Ich renne mal durch. Ah. Schlüssel für Anbau. Okay. Schau mal an. Oh.
gefälligst her. Nein. So. Aber gut zu wissen, ich kann hier mit dem Turmschild abblocken. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Blutschild auch ging. Jetzt geht's hier wieder rum. Ist da hinten was? Nee, ne? Oh mein Gott, ist das dunkel. Da sehe ich auch überhaupt nichts. Das ist eine Sackgasse. Ah, das ist der Brunnen bei den... Genau, hier bei der Phalanx, ne? Alles klar, alles klar, alles klar. So, dann müssen wir da aber noch den einen Gang noch erkunden. So. Zwei hier links. Und die nächste wieder links. Jetzt bin ich doch wieder ein bisschen verwirrt. Hier geht's aber nicht weiter. Da ist noch so ein Vieh. Sehen wir den mal, also ein Skelett. Oh, oh doch, ich hab ihn getroffen. Ein Skelett in einem Rad drin. So, ein Trapper hoch, hier waren wir noch nicht, das finde ich super. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. So, so einfach kann es manchmal sein. Feuerflut. Neuen Pyromantie-Zauber. Den wir uns hier jetzt ergattern konnten. Das lesen wir uns vielleicht noch einmal ganz schnell durch. Im großen Sumpf unbekannte Pyromantie erzeugt einen Feuerstoß auf der Handfläche. Nicht jede Pyromantie entstammt dem großen Sumpf. In diversen Ländern soll es unbekannte Pyromanten geben und dieser Zauber ist das Werk eines solchen Namenlosen. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Zauberrolle. Jetzt schweifen wir langsam ins von mir so verhassten französischen Scheißdialekt ab. So, warte mal. Da war die Sackgasse. Okay, dann gehen wir hier links rein. Vermutlich kommen wir jetzt hier. Hier haben wir auch eine Seele aufgehoben. Ja, ich glaube, dann haben wir jetzt hier unten alles, ne? Okay, dann würde ich sagen, geht's jetzt hoch zum Leuchtfeuer. Wo war denn jetzt... Wo war denn jetzt der Aufgang? Ich glaube, wir nehmen da oben die Phalanx nochmal mit. Ich hoffe, ich schaffe sie auch. Mit meinen drei... Oh, fuck. Mit meinen drei Estus-Flakons. Denn... dann können wir, glaube ich, nochmal ein Level gucken, oder? Das wäre doch auch nicht schlecht. Mal gucken, wie sie sich macht, wie ich sie killen kann hier mit meiner fetten Rüstung, wo ich halt so wenig agil bin. Trinken wir nochmal ein. Wir können ja... Oh, die bewegen sich schon. Wir können ja vorsichtshalber das hier mal wegmachen. Menschlichkeit reinlegen, dass ich mich im Notfall heilen kann. Und vielleicht, da bin ich sau langsam mit, aber vielleicht probieren wir mal unser Zweihänder aus, oder? Ich meine, wenn schon langsam, dann richtig langsam, oder? Wir nehmen die Hehlbade. Das jetzt gut war, sich hier oben zu verstecken. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du lieber Gott.
komm schon. Ah. Vielleicht sollte ich mal den hier machen. Oh, der Turmschild, der bockt es auch besser. Aber eigentlich kommt es mir gerade ein bisschen einfacher vor. Also es ist jetzt nicht so, dass die super einfach wären, aber... irgendwie komme ich gerade besser gegen die zurecht. Kriegen wir locker noch ein Level up hin hier, glaube ich. Geht doch, ja. Warum habe ich mich denn doch vorhin so angestellt? Menschenskinder, ja. Manchmal ist der längste aber auch wie so ein Mädchen, ne? Voll das Mädchen hier. So. Ja, vielen Dank. Freut mich, dass wir das auch mal hier erleben dürften. Machen wir jetzt noch ein Level-Up. Weg mit dir. Und... dann war es das nämlich auch schon wieder. Ich habe dich genau gehört, du böses Ding. Guck mal, hier ist wieder irgendein Wunder geschehen. Ne? Ich wüsste nur gern was. So. Ja, dann kommen wir, glaube ich, durch die verschlossene Tür. Wir haben ja da so einen Schlüssel unten gefunden. Und ja, im nächsten Part werden wir nochmal da durchgehen. Und dann werden wir uns noch dieser netten Dame da am Ende annehmen. Und dann haben wir die gemalte Welt, glaube ich, auch schon wieder geschafft. Aufsteigen. Ja, geht gerade so. Das freut mich. Was machen wir diesmal? Was machen wir diesmal? Immer wieder einmal stärker. Ne? Ich glaube schon. Aber Stärke, wir wollen ja irgendwann mal die richtig fetten Dämonenwaffen vielleicht tragen. Weiß ich nicht, ob wir das nochmal schaffen, aber gucken wir mal. Ne? Ja, komm, machen wir. 33. So, ab geht's. Schwuppdiwupp. Und dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, war wieder ein sehr, sehr langer Part. Ich werde wahrscheinlich den Anfang beschleunigen und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schreibt mir eure Meinung dazu und wir hören uns wieder zum nächsten Part. Bye, bye. Euer Längster.